Hallo Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Schattenbach. So, wir sind mittlerweile im nächsten Jahr angekommen. Im März. Ich habe über Winter ein bisschen Tiere versorgt, ein bisschen Holz gemacht. Nämlich, wenn man hier sieht, im Sägewerk habe ich ein bisschen Bretter produzieren lassen, ne? Die werden wir auch noch abholen. Aber wichtig, es kam im Winter eine Neuerung. Und es sind welche gegangen, eher so gesagt. Wir gehen jetzt mal kurz hinten rum. Ja, der kleine IAC ist weg. Der Kipper ist weg. Der Zweiachser. Aber dafür kam was an. Ein Deutz Agro Farm TTV. Relativ günstig, deswegen habe ich ihn geholt. Mit Frontlader und allem. Muss ich aber noch ein bisschen abbezahlen, ne? Ist noch nicht ganz weg. Also ist noch nicht so ganz bezahlt, ne? So was holt man ja nicht so. So. Wir können unsere 87 und die 96 mit dem Mulcher überfahren. Jetzt mal bei der Zwischenfrucht. Und wir müssten, ganz wichtig. Also Gras müsste man noch auswählen. Die sind erstens erntereif. Die Wiesen. Entweder muss man wieder mähen, was ich aber jetzt eher nicht so bevorzuge. Oder wir fahren noch auf die, wenn wir umgemulcht oder umgegrubbert haben, auf die 87 und auf die 96 Gülle. Das machen wir jetzt. Also wir grubbern erst oder mulchen, mal gucken. Ich glaube eher mulchen und dann fahren wir Gülle. Also, wir sehen uns nach der Time wieder. Wir fahren aber mit dem neuen, ist ja klar, ne? Also. Bis gleich. So, erste Feld ist fertig, ging ja schnell. Hatten ja auch gut leistungsstarken Schlepper davor. Nochmal ein paar technische Daten zu dem, ne? Der hat um die 109 PS. Und der hat ja auch ein bisschen Boost und alles, hat die wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wie gesagt, TTV, ich habe mir auch einige ohne, also als normale Agrofarm angeguckt, mit Schaltung. Man muss sagen,
die normalen mit Schaltung hobbeln sehr, sehr viel auf der Straße, zum Beispiel auch mit Frontlader. Deswegen habe ich mich für den TDV mit Frontlader entschieden. Und weil es entspannter zu fahren ist. Ja, Ausstattungstechnisch hat er alles drin, was man braucht. Hat sogar EHR. Das ist super. Sonst ist halt ein Standardschlepper, ne? So, dann fahren wir gerade schnell noch zum zweiten Feld, machen das nochmal schnell und dann fahren wir Güllehof. Dafür gehe ich aber beim Nachbarn das Güllefass hole. Der hat einen Schleppschuh. Oder Schleppschlauch, weiß ich nicht. Schleppschuh, Schleppschlauch, irgendwie sowas. Aber das fahre ich dann auch mit dem Deutz. Also, wir sehen uns auf der Tankstelle. Ja, das dauert noch. Ja. Ich habe mal eben auf die Düngerplanung und alles geguckt. Ich müsste eigentlich gar keine Gülle drauf fahren. Die Gülle müsste ich erst nach dem ersten Schnitt von den Wiesen drauf fahren. Ja, dann mache ich das so. Ich tue das noch fertig mulchen. Vielleicht gehen wir dann noch die Bretter holen. Nämlich. Dann kann man die mal verkaufen fahren. Ein, zwei Leute haben sich schon mal gemeldet, dass sie es gern haben möchte. Aber die möchten alle gerne eine Lieferung. Ich hab gesagt, aber es kostet ja extra, ne? Dann bekommen sie auch eine Lieferung, ne? Ist halt so. Ja, aber der Deutsch schlägt sich ganz gut, obwohl er hier am Berg ein bisschen zu kämpfen hat. Der Mulcher braucht halt Leistung, ne? Ja, aber sonst gefällt er mir. Mega. Mal schauen, was noch kommt. Vielleicht aber wichtig, wir fahren die Bretter aber mit dem großen IH holen, nämlich darauf habe ich Lust, mit der IH mit Handrührer zu fahren. Der 633 bleibt unser Fliegeschlepper. Ist so. Der macht sich perfekt vom Ladewagen und alles, der ist perfekt dafür. Hat die perfekte Größe, ne? Unser andere hier bleibt mit deiner Ackerschlepper. Und hier, der wird so Allrounder. Den kann man überall verwenden. Nämlich, wenn man mal überlegt, drei Schlepper sind schon sinnvoll. Nämlich, einer kann, wenn wir jetzt mähen, am Mähwerk hängen, der andere schon am Schwader, der andere am Zetter. Dann muss man nur einen umhängen, also muss man nur einmal anhängen und dann wieder abhängen. Muss man nicht die ganze Zeit hin und her wechseln.
Hab letztens gesehen, IAC 633 mit Fronthydraulik. Da war ich auch am Überlegen. Ist eigentlich perfekt fürs Spritzen, wenn man noch einen Fronttank hätte. Ja, müsste man sich auch überlegen, ob man sowas macht, ne? Aber es läuft. So. Der Mulch, übrigens, der Mulch hat nur, ich glaube, 2,80 Meter Arbeitsbreite. Deswegen dauert das ein bisschen länger. Da war ich auch im Überlegen. Großer Mulch, aber jetzt erstmal kommt hier nach neuer Radlader. Wichtig, ich hab keine Lust mehr auf den kleinen. Obwohl der schön praktisch ist, weil der in jede Ecke reinkommt, aber ich hätte gerne einen großen Radlader. Hier den Leaper, den wir letztens hatten, den hätte ich gern gehabt. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Ich muss ja abwägen, was ist sinnvoll und was wäre nice to have. Sag ich mal, der ist hier sinnvoll, der andere ist nice to have. Weil eigentlich könnte ich alles machen, was mit dem Hoflader, auch mit dem Frontlader. Aber den Hoflader hatte ich damals hier geholt, weil ich halt nur diesen Klinklader hatte. Und weil ich einen, also weil ich Bock auf den hatte, eher so gesagt. Aber man wächst ja mit der Zeit und man wird mit der Zeit ein bisschen älter und mehr Erfahrung. Dadurch kommt jetzt ein großer. Oder wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit vielleicht noch einer kommen. Aber erst später, wenn. So, letzten drei Bahnen. Ja, so war ja. Mich hiermit fertig. Dann gehen wir noch die Bretter holen. Ja, muss so. Muss so, muss so, muss so. Aber jetzt mal schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Deutz gefällt. Hätte ich vielleicht was anderes kaufen sollen? Eher so. Ich weiß, viele schreiben Fendt. Nee, wird kein Fendt. Aber jetzt ernsthaft, wie gefällt euch der? Wenn einer. Ich könnte ihn eigentlich auch mal in die Videobeschreibung packen. Falls ihn einer sucht. Ja, das mache ich. Ja, das mache ich. Also der Link von dem Deutz ist unten in der Videobeschreibung. Der Frontlader ist im Mod-Hub. Ne, der Steuer FZ30. Ist im Mod-Hub. Aber das kann man machen, ja. Das werde ich auch. Und was ich auch noch euch fragen möchte, wie möchtet ihr die Zukunft gestalten, also mit dem Hof hier? Soll ich mehr auf Ackerbau gehen, mehr auf Tiere? Zum Beispiel, ich habe mir jetzt hier auch eine Neuerung. Ja, fahren wir gleich vorbei. Fahren wir mal gleich vorbei, wenn wir mit dem IH unterwegs sind. Das macht mehr Sinn. Aber wir müssen dann hinne machen im ersten Schnitt. Wir müssen den aber in Siloballen packen. Weil wir keine Silos mehr haben. Das könnten wir auch noch machen vielleicht. Ein Silo verkaufen, also ein komplettes Fahrsilo leeren und verkaufen. Am besten das am Hof. Ja, am Hof. Weil wir am Hof Platz brauchen. Und wir müssen die Hackschnitzelheizung bestücken noch. Aber dann hole ich mir eine große Frontlader-Schaufel und machen wir eine Frontlader. Das ist schöner. So. Fertig mit Mulchen. Super. Kommt da oben was runter? Nee. Der zieht auch ohne Ende auf der Straße ab, ne?
echt geil finde. Die Wiesen stehen schön. Apropos Wiesen. Wir halten jetzt mal kurz hier. Ja, das Ding ist doch kein Panzer. Dein, was ist denn das? BMW oder was? Ja, ist erntereif. Ich muss aber hier Dings drauf fahren. Und ich muss das Grünland mal belüften. Nämlich muss geflüchtet werden. Ja, welche Flächen müssen von mir denn geflüchtet werden? Alles. Mal so ja gesagt. Da bin ich auch am Überlegen, dass wir jetzt mal den Grünlandbelüfter vielleicht testen. Und danach. Nein. Oder erst hin und danach Grünlandbelüfter. Wollen wir mal gucken. Ich kann euch das Ding gleich mal im Shop zeigen, das ist von Mais Plus, das ist mega. Das tut die Grasnarbe, also den Zustand Gras, nicht verändern. Es wird nur, sag ich mal, der Zustand geflügt verändert. Was relativ schön ist. Und praktisch auch. Ich muss aber aufpassen hier mit dem Dach. Das ist auch arschknapp. So. Luken zu. Muss ja kein Viehzeug rein. Und mal ab in den IAC. Apropos, wir müssen Dings verkaufen, Getreide. Fällt mir gerade so ein. Ja, ja, lol. Ja, ist noch dran. Ey, ich bin auch ein Depp. Das machen wir jetzt zuerst. Das war, hab ich ganz vergessen. Aber im Frontlader hänge ich mal kurz ab. Die brauchen wir im Moment nicht. So, gerade zurück. So. Erster Gang. Warte, wo fahren wir das überhaupt hin? Was habe ich drauf? Weizen. Nee. Zur Agravis. Okay, wo sitzen? Wo ist die Agravis? Da unten. Okay. Der schreit wieder, ey, wie ein Monster. Ist halt nie IAC, ne? Alle Hater jetzt. Du mit deinem scheiß IAC? Ja, ist mir scheißegal. Hä, hey, Agrar hat doch gesagt, dass Weizen angenommen wird. Hä? Oder gibt's zwei Abladetrüger? Ey, Alter, das nervt mich. Wo sind die Reifeisen? Da oben drüber, dann fahr ich mal kurz zur Reifeisen. Guck da.
Und wenn ich denn da nicht verkauft werden kann, dann habe ich ein Problem. Alter! Bremse, 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 Bremse! Das wollte ich. Das brauche ich. Was ist denn jetzt los? Wieso fährt er denn jetzt nicht vor? Also, sagt mir da doch mal einer. Ich war nicht im Dings drin. Ich war kein Gang drin. Also, ich war in der Gruppe neutral. Wieso bin ich im ersten und bin erst rausgegangen? So, jetzt aber, ey. Was war das denn jetzt? Knüpf von der Selbstkonsumspindel oder? Boah, Alter, das war jetzt peinlich. Jetzt hier angenommen. Ey, sonst. Ja, hier wird's angenommen, komisch. Ist ja wie gesagt noch eine Beta. Hallo? Dann fahre ich gerade schnell zum Händler. Also, dann demontieren wir gerade da die Bracken. Boah, wie kommt der denn angeheizt? Konfigurieren. Dann fahren wir gerade schon die Bretter noch. Also ich fahre gerade schnell noch rüber. Die Bretter werden wir dann in der nächsten Folge verkaufen. Ja. Aber wir fahren mal hier her. Nämlich hier hinten her, wo ich seltenst fahre bis jetzt. Aber wir haben ja auch einen schnellen Traktor, damit geht es ja auch schnell.
Das ist das Schöne, wenn man ein bisschen im Getriebe rumbastelt, ne? Ein paar Zahnräder tauscht und alles, dann passt das aber immer mit der Geschwindigkeit. Auch mit 25er Hänger. Ja, man muss halt, ne? Die 41 wäre auch noch eine schöne Wiese für uns. Ja, aber wenn man auf Kontostand guckt, wird das eher nicht. Ach komm, das soll ja geil sein. Heute überziehen wir mal ein bisschen in der Länge. Oh, Wasser! Hier ist oben noch ein Hof, ein Schwänehof, ne? Und hier rein, ja, ich muss hier rein. So. Ich frag mal, ob er mich beladen kann, der Gute. Ja, hier stehen sie ja. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Also. Wenn euch die Folge gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Wichtig, wer noch nicht abonniert hat, drückt mal den Abonnierungsbutton. Wichtig ist auch, die Glocke zu aktivieren, ne? Um meine tollen Videos nicht mehr zu verpassen und von den anderen auch, ne? Wie Fischtal. Oder, ich weiß nicht, ob es schon gestartet hat oder ob es noch kommt, ein neues Projekt. Aber da lasst euch überraschen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.